Hallo und willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ich habe das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, direkt beim Zen-Garten. In der Zwischenzeit war ich noch einmal oben beim Fernseher und habe mir das Muster angesehen, das die Glubscher vom Alumann am Fernseher hinterlassen haben. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es schaffen werde, aber ich werde es jetzt einmal versuchen. Den Zen-Garten richtig hinzukriegen. Bevor wir das aber machen, sprechen wir doch noch mal kurz mit Poki. Ich mochte immer die Itemreaktionen auf die Vogeltränke, weil Harvey immer Störche fangen will und Edna versucht es ihm auszureden. Ich fand das irgendwie niedlich. Oh. Die Vorstellung, dass Harvey endlich einen Storch fängt. So, man würde es ihm schon irgendwie gönnen. Auch wenn Störche selten sind, aber es hat ja niemand gesagt, dass es einfach wird. Okay, ja, das haben wir schon herausgefunden, dass Harvey versucht, die Störche zu fangen hier in der Vogeltränke. Da haben wir schon ein paar ausprobiert. Ich weiß zwar nicht genau, ob wir alles ausprobiert haben, aber hier haben wir einen... Kaugummi habe ich sicher nicht ausprobiert. Das wird den Piepsis schmecken. Sehr gut. Jetzt lass uns schnell verstecken, bevor die Störche kommen. Ich mach das nicht, um Störche zu fangen, Harvey. Echt nicht? Richtig. Es ist vollkommen ungefährlich. Besonders für leckere Störche. Haben wir den Kaugummi losgeworden? Nein, doch nicht. Der ist noch da. Was ist mit der Zehennagel? Das wird den Pieps sehr gut. Wirklich anders. Mach das nicht. Es ist vollkommen ungefährlich. Gut, na gut. Versuchen wir den Zehngarten herzurichten. Also einer muss oben sein und die anderen sind irgendwie so verschoben dazu. Irgendwie so. Versuchen wir das mal. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Okay, vielleicht der eins runter. Wow. Hey, jetzt das ist schnell gegangen. Ruhe aus. Das ist gut. So soll es, glaube ich, aussehen. Schauen wir mal, ob wir den Alumann drauf ansprechen können. Hey, Alu, alte Socke. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Mhm. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Ich hoffe auch mit elektrischer. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht mein Klang mit mir. Okay. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Qi aufladen. Na dann. Was auch immer das heißt. Schau mal, was hältst du von dem Muster? Was hältst du von dem Muster, das ich gehakt habe? Was? Das ist ja... Ja... Das ist genau das, was mir fehlt. Oh, er ist glücklich. Es schwingt mit meinem Qi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja... Entweder das oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Sehr gut. Kann man doch mit ihm sprechen jetzt? Kommst du dann endlich? Geh schon mal vor. Ich bin dann bereits dort. Okay. Gut. Ist er schon dort? Tatsache, er ist schon dort. Kann's jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Hast du eins? Ja, das ist kein Problem. Das haben wir schon gefunden. Bitteschön. Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Okay.
Okay, das ist gruselig. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Wir brauchen einen Ersatzreifen. Ich habe schon den Ersatzreifen. Einen Wagenheber oder so. Einen Wagenheber? Ach, vielleicht Hoti und Moti gemeinsam. Bei Wagenheber habe ich jetzt keine gefunden. Na, schauen wir mal. Hoti, Moti, kommt ihr mit? Ah. Weil immerhin wollten die ja mitkommen. Und sie können den Ersatzreifen wechseln, haben sie gesagt. Oh. So. Warte mal. Wie war das jetzt? Mal reingehen. Achso, benutzen müssen wir den Trolley nicht einfach anklicken. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Der Koch macht gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum der da ist. Okay, reden wir nochmal mit den beiden. Hey! Psst! Ich habe einen Fluchtplan. Ich habe einen Fluchtplan! Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Mhm. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Na gut. Ich verkriech mich dann mal wieder. Dann schauen wir mal. Wir haben ja hier letztens diesen Fuß entdeckt. Den können wir anpieksen. Okay, ist was passiert? Versuchen wir es mit dem Messer. Ah. Das Essen wird nach oben geworfen, kann das sein? Schauen wir nochmal an. Ja, tatsächlich. Gut, aber es scheint nicht das Richtige zu sein, weil er macht nicht das, was er machen soll. Na gut, dann gehen wir mal zum Trolley und ändern wir mal das Essen. Was könnte es sein, was er essen muss? Der Bienenmann, damit er ein Dings besteht. Der Bienenmann hat derzeit Getreideschrotklöße. Gehen wir mal die Kartoffeln. Vielleicht geht es mit dem besser. Das könnte klappen. Ja, ja, ich weiß. Guckt gerade nicht. Mach weiter. Freu dich nicht so diebisch. So, jetzt hat er was anderes am Teller, hoffe ich. So. Ah. Okay. Es ist was geflogen, aber es ist direkt auf den Professor Nock geflogen. Und der war verärgert. Heißt das, wir müssen dem Professor Nock auch irgendetwas anderes geben? Schwer zum Sagen. Schauen wir mal. Geben wir mal dem Professor Nock auch irgendetwas anderes. Was könnten wir dem geben? Er hat jetzt gerade Brei. Das heißt, wir geben ihm keinen Mokka-Pudding. Das ist so ziemlich das Gleiche. Hoti und Moti haben Getreideschrotklöße. Oder das Hühnchen vom Adrian. Das könnte klappen. Ja, ja. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Wir haben nicht ewig Zeit. Tja, schaut irgendwie nicht anders aus als vorher. Hey, aber die zwei füttern sich gegenseitig. Das ist ja lustig. Nein, das hat jetzt nicht wirklich was verändert. Er ist noch immer grantelig.
Ach stopp, warte mal. Was sagt Poki da dazu? Die Umsetzung von dem Essenschlachträtsel ist ehrlich gesagt nicht besonders gut gelungen, aber die ganze Situation ist so sympathisch, dass es mir, glaube ich, insgesamt wenig übel genommen wurde. Die Idee ist einfach gut, irgendwie mit, indem man den Irren auf dem Menüplan halt unterschiedliches Essen zuweist, schließlich eine Kettenreaktion auslösen kann. Ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt das Rätsel so verstanden haben oder nicht einfach nur ausprobiert haben, aber das war die Idee dahinter. Ja, also, ich probiere einfach nur aus. Wer noch lösen möchte, hört jetzt weg für die anderen. Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass wenn Professor Nock sich über das Hähnchen beugt, weil er das halt irgendwie nur direkt mit den Fingern isst, und man die Kartoffel dem Bienenmann gibt und ihm die Gabel in den Fuß rammt, dann fliegt die Kartoffel über den Kopf von Professor Nock hinweg und trifft Adrian am Helm, der sich dann darüber ärgert. Absurd. Und guck mal, wie lustig deprimiert Peter guckt und wie glücklich Petra ist. Das ist doch wirklich was fürs Herz. Okay, das ist lieb, dass er das jetzt geklärt hat für uns, dann brauchen wir nicht mehr ausprobieren. Also er braucht die Dings, wir müssen Professor Nock das Hühnchen geben. Gut, dann hätten wir das vielleicht das doch nicht anschauen sollen. Der hat uns jetzt gerade verraten, worum es gegangen ist. Warte mal. Geben wir Hoti und Moti doch mal die Getreideschrotklöße nochmal. Ich möchte schauen, wie sie anders essen. Achso. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade. Ja, ja. Oh, tatsächlich. Professor Nock ist jetzt am Boden. Nein, die essen nicht anders. Die essen genauso wie vorher. Das heißt, das hat sich nicht geändert. Aber Adrian hat sich ein wenig geändert. Er schaut auch nicht mehr so glücklich aus wie vorher. Ja, kann ich nachvollziehen. Hühnchen ist auch besser als, was hat er jetzt gekriegt? Als irgendwelchen Brei essen. Na gut. Das geht aber, glaube ich, mit dem Messer auch, nicht nur mit der Gabel. Bonk. Essensschlacht! Okay. Das sind ein Haufen Irrer. Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Ja, wir sind's offensichtlich. Na dann, schauen wir mal, ob Hoti und Moti da sind. Tatsächlich, sie sind rausgekommen. Reden wir mit Hoti und Moti. Seid ihr bereit? Klar. Hast du den Ersatzreifen besorgt? Natürlich. Wir haben alles. Nicht ganz das richtige Fabrikat. Aber als Provisorium sollte er ausreichen. Hey, nicht schlecht. Seid ihr bereit? Unser Job ist erledigt. Wir warten jetzt nur noch auf dich. Na dann, Schlüsselmeister, ab geht die Post. Können wir dann endlich los? Noch nicht ganz. Der Motor läuft, soweit so gut. Und einen Ersatzreifen haben wir auch. Sehr gut. Damit fehlt nur noch das Haupttor. Was? Viel Glück. Wie bekomme ich das Haupttor auf? Die einzige Möglichkeit ist der Knopf im Wachturm. Okay. Leider ist der Wachmann ein echter Choleriker. Okay. An dem kommst du nicht so ohne weiteres vorbei. Das heißt, wir müssen ihn zu bewusstlos schlagen, oder wie? Ach, wie. Noch mehr Kaugummi. Wir brauchen nicht noch mehr Kaugummi. Auf zum Haupttor. Da wollen wir durch. Das schaut gefährlich aus. Wenn ich das jetzt aufkriege... Ja, warte mal, vielleicht kann ich... Hey, ist das cool! Jetzt sind wir los. Ist das ekelig.
Wenn wir schon alles dreckig machen, dann richtig. Ha! Wir sind so gemein. Wir beschmieren alles, auch mit dem Namen Dr. Marcells. So. Also wir haben ja letztens schon herausgefunden, wir können uns da reinstellen. Das müsste wahrscheinlich die Lösung dafür sein. Wir lenken ihn ab, laufen runter, stellen uns hier rein, er läuft an uns vorbei, wir laufen rauf, drücken den Knopf. Okay, schauen wir mal. Wer ist da? Na warte, dich krieg ich! Geht sich das aus? Hey, wo bist du hin? Na dann, rauf mit uns. Oh nein, er kommt. Hey, da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Gar nicht. Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. Immerhin verpfeift er uns nicht an den Professor. Das ist ganz gut. Das war so schnell. Ich habe nicht einmal mitgekriegt, was ich da alles drücken kann. Okay, wir müssen das offensichtlich ein paar Mal machen. Rauf mit uns. Das nächste Mal müssen wir uns genau anschauen, was dort oben überhaupt alles ist. Wir müssen den Knopf drücken, aber wahrscheinlich müssen wir danach auch noch das System außer Kraft setzen, weil ich meine, ansonsten kommt der ja rauf und aber wir haben die Schere, damit können wir das Kabel durchschneiden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann mich an diese Szene nicht erinnern, ich weiß nicht, was ich machen musste. Versuchen wir das mal. Also logisch wäre es mit der Schere das Kabel dann zu kappen. Zuerst den Knopf zu drücken, wenn wir ihn finden, aber ich habe ihn nicht einmal gefunden auf die Schnelle. Das hasse ich an den meisten Spielen. Man muss schnell sein in allem. Ich bin überhaupt nicht schnell. Na gut, noch einmal. Wer ist da? Niemand. Na warte. Du kriegst uns nicht. Hey, wo bist du hin? Bin ja so dämlich. Und rauf mit uns. Oh nein, er kommt. Wir waren zu schnell, zu langsam. Da bist du ja. Das ist ja schrecklich. Ja. Marsch, zeug zu den anderen und lass dich hier nicht wieder blicken. Da gibt es einen grünen Knopf, den müssen wir drücken, da bin ich mir sicher. Und wieder rauf. Das dauert jetzt eine Weile wahrscheinlich, bis wir das alles haben. Wer ist da? Ja. Na warte! Wir verstecken uns. Der hat ein Smiley-T-Shirt. Hey, wo bist du hin? Komm schon, Edna. Grüner Knopf, Radio. Benutzen. Grüner Knopf. Und? Schere mit Kabel. Hey, was hast du getan? Gar nichts. Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben. Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Hihihi, ich wusste doch. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor. Die Garage! Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner! Das ist ja super! Diesen dämlichen Dings haben sie nicht genommen. Ha, wir sind frei! Geschafft! Wir haben gewonnen.
Edge. Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Mhm. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Das ist eine gute Frage, ich weiß es auch nicht. Was? Was? Wie man dieses Ding hier fährt? Oh mein Gott! Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Eine Art Unfall ist gut. Harvey, geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Mhm. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein! Was haben wir verloren? Alles! Ja, immerhin den Stift haben wir noch. Und den Poloschläger. Wer weiß, wozu wir den noch brauchen. Den Topf und die Topflappen. Und den Generalschlüssel. Wozu brauchen wir den Generalschlüssel noch? Ich habe nicht vor, noch einmal dort zurückzugehen. Gibt es irgendwie einen Ding, was man verliert? Poki, sag uns was. Und danach hören wir auf für heute. Wir sind nämlich aus dem Ding draußen. Hurra. So, jetzt sind wir endlich im zweiten Kapitel von Edna bricht aus. Was heißt im zweiten Kapitel? Angelangt. Und damit ja auch beim ersten krassen Stimmungswechsel. Also ich habe mir Mühe gegeben, die Wendung, die innerhalb von Edna zum dritten Kapitel hin passiert. Drittes Kapitel? An dieser Stelle bereits subtil anzukündigen. Ab diesem Unfall, jetzt ist sie momentan noch sehr erleichtert, dass sie halt wirklich draußen ist, merkt sie aber fast von Screen zu Screen immer mehr, dass halt eigentlich alles gar nicht mehr so lustig ist, sondern dass es eigentlich schon immer ernster wird. Während sie in der Anstalt, dadurch, dass sie halt eingesperrt war von ihrem Gegner sozusagen, alle Berechtigung hatte, so viel Chaos wie nur möglich anzustiften, und was ihr unglaublich viel Spaß gemacht hat, ist sie jetzt so ein bisschen, wird es halt jetzt so ein bisschen orientierungslos ab dieser Stelle. Ja, im zweiten Kapitel bekommt dieser Sachverhalt auch noch seinen ganz eigenen Showdown. Viel Spaß. Okay. Das klingt gruselig. Gehen wir zur Limousine mal. Da sind Hoti und Moti. Hast du alles gut überstanden? Ich hoffe doch. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich schätze, sowas passiert einfach, wenn man einen Irren ans Steuer setzt. Hm, wahrscheinlich. Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Okay. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen gelassen hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Moti? Nope. Okay, Schlüsselmeister ist weg. Alumann ist nach oben. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Warum nicht? Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Hier ist es sowieso viel gemütlicher. Okay. Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Okay. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Er versteckt das Herzass nach einem System, das nur er kennt. Okay. Und Moti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Okay. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Was? Okay, warte mal, er hat einen Schlag gekriegt, immer wenn er eine Karte ziehen wollte. Ich weiß, ich habe das System nicht gecheckt. Und ich weiß, wir brauchen wieder einen Schlag oder so irgendwas, so wie vorher schon mal. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich das gewinnen muss. Klar, leg los. Wenn du dreimal hintereinander richtig liegst, hast du gewonnen. Okay. Gibt es auch einen Preis? Nein.
Trotzdem bereit? Ja, was soll's. Zieh eine Karte. Die zweite von links? Sicher? Vielleicht müssen wir auf ihn schauen. Wenn er einen Schlag kriegt. Ah, die dritte Karte. Sicher? Ja, wieso nicht? Richtig. Hört's aus. Zweite. Die zweite von links? Sicher? Wieso nicht? Daneben. Nächster Versuch. Gleich die erste Karte? Sicher? Ah, die dritte Karte? Sicher? Okay. Die letzte also? Sicher? Okay, ich habe mir Hoti angesehen. Oder ist das Moti, der Blonde? Hm. Daneben. Nächster Versuch. Können wir auch wieder aufhören? Warte mal. Ja, mit den wenigen Möglichkeiten, die mir unsere... Na hey! Ich wollte Poki noch kurz anhören. Hallo. Hast du alles gut überstanden? Okay. Ja, mit den wenigen Möglichkeiten, die mir unsere eigens programmierte Engine bot, habe ich an dieser Stelle versucht, so eine Art Minigame zu skripten, das aber kein tatsächliches Minigame ist. Tatsächlich findet die Lösung des Rätsels, der Aufgabe, gar nicht innerhalb des Spiels statt, sondern außerhalb. Mir hat es Spaß gemacht, das so zu entwerfen. Mir macht sowas sowieso immer Spaß, so kleine Spiele kaputt zu machen, indem die Lösung halt gar nicht im Spiel selbst ist. Ja. Ich weiß auch, dass ich damit hin und wieder den einen oder anderen in die Verzweiflung treibe. Ja, danke. Aber warum sollen andere Leute auch nicht verzweifelt sein? Toll. Ich geh dann mal. Grrr. Lass dich nicht aufhalten. Das heißt, man kann es gar nicht so lösen. Na gut, Herrschaften, wie schon gesagt, an dieser Stelle brechen wir für heute ab. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann. Ciao, ciao.